Ja, guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie. Ich begrüße euch zur Pressekonferenz nach dem Spiel der DSVG gegen die Krefeld Pinguine. Endstand 2:2 nach Penaltyschießen. Für die DEG war es das 8. von 9. Saisonspiel mit einem Torunterschied. Die anderen Ergebnisse. Ingolstadt besiegt Bremerhaven 4:3 nach Verlängerung. Mannheim besiegt Wolfsburg 5:2. Augsburg unterliegt Berlin 1:2. Köln unterliegt München 0:3. Straubing schlägt Schwenningen 5:0. Und Nürnberg schlägt Iserlohn 2:1 nach Verlängerung. Zu meiner Rechten unser Trainer Harry Kreis, zu meiner Linken ein guter alter Bekannter, Brandon Reed. Dein Statement. Good evening, everybody. Harry, congrats on the win. I thought our team, we had our feet under us tonight. We were skating well. We defended. We didn't get running around like we were in the last couple games in the D-zone. They got a couple of shots through the outside. But I thought defensively our game was a lot better than it was in the last two games. I thought we missed a couple big chances. I really liked the energy, the atmosphere in the room, on the ice, in the bench today. Guys had a lot of energy. I thought Dimi played a good game. He made some key saves at key moments. You know, our group right now, we are a little bit depleted. Guys are playing a lot of minutes. And you know, when you win, when you get a point on the road in this league against a team like Dusseldorf, who's playing some very good hockey lately, and you go into overtime and then a shootout, it can go either way. I'd like to have seen our power play be a little bit more effective tonight. I thought our PK was good, except for that goal against. But for the most part, we were playing the right way. I thought Dusseldorf controlled the puck well in the offense, but like I said, you know, as a coach right now, I'm happy with the way the guys competed tonight. So, thank you. Ich versuche das zusammenzufassen. Er hat gesagt, sein Team wäre gut Schlittschuh gelaufen, wäre läuferisch stark gewesen, hätte defensiv besser gestanden als zuletzt in den letzten beiden Spielen. Leider hätte sein Team einige große Chancen ausgelassen, aber er hätte die Energie in der Halle sehr gemocht, auf dem Eis und neben dem Eis. Er hat seinen Torhüter Petzold gelobt, der ein gutes Spiel gemacht hätte. Er meinte, seine Jungs hätten viele Spielminuten zum Teil. Und wenn man dann auswärts einen Punkt holt, gerade bei einem Team wie der DEG, die eine gute Kontrolle haben, dann wäre das erstmal ein gutes Ergebnis. Er würde sich wünschen, dass sein Team etwas effektiver wäre im Powerplay. Mit dem Unterzahlspiel war er zufrieden. Insgesamt ist er eigentlich ganz zufrieden mit dem einen Punkt. Harry. Ja, guten Abend zusammen. Brandon hat heute seine Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt gegen uns. Ich fand, wir sind mit dem Ergebnis zufrieden, aber sicher nicht mit dem Spielverlauf. Die haben uns wirklich 40 Minuten lang aus dem Gleichgewicht gebracht, uns ja, von unserer Spielweise abgebracht, war sehr frustrierend. Wir haben, wie Brandon schon gesagt hat, zu viele Chancen aufgegeben, also zu viele hochgradige Chancen aus dem Slot. Dank Fortun und Matthias war es nur 1:0. Und erst nach 40 Minuten, als wir uns dann wieder auf unser Spiel besinnt haben, die Basics gut gemacht haben oder besser gemacht haben, gab es weniger Chancen für Krefeld und mehr Chancen für uns. Und wir haben das thematisiert nach dem Spiel, es wird Abende geben, wo der Gegner das nicht zulässt, dass wir so spielen können, wie wir das möchten. Dann dürfen wir nicht von unserer Spielweise abgehen, sondern eben geradlinig, Scheibe tief und defensiv gut spielen. Das haben wir eben in den ersten 40 Minuten nicht gemacht. Krefeld hat, wie Rieder schon sagt, sind sehr gut Schlittschuh gelaufen, haben auch den freien Mann in der Offensivzone gefunden, der zum Abschluss kam. Unser Powerplay, als wir es gebraucht haben, ist wieder, hat uns den Ausgleich beschert. Und jetzt schon das zweite Spiel hintereinander, auch unsere Schütze, unsere Penalty-Schützen, obwohl heute wieder zwei andere waren als gegen Mannheim, ja, den extra Punkt für uns geholt haben. Wie gesagt, wir sind mit dem Ergebnis nicht zwingend mit dem Spielverlauf zufrieden. Vielen Dank. Das waren die Statements beider Trainer. Gibt es Fragen dazu? Thomas Schulz, Westdeutsche Zeitung.
Ja, Harry, es gab zumindest aus meiner Sicht relativ viele ungenaue Pässe und Stockfehler. Ist das nur darauf zurückzuführen, was du gerade schon analysiert hast, oder musst du auch mal mit dem Eismeister hier sprechen? Eine Frage vielleicht nach der Eisqualität, die Einfluss hätte auf das Spiel. Nein, ich fand, wir haben angefangen, Spekulation Hockey und nicht Antizipation Hockey zu spielen. Und so kann man nicht spielen. Wir haben die Scheibe nicht schnell genug geführt. Wir haben ungenaue Pässe gemacht, ungenaue Schüsse gehabt. Das hat mit dem Eis nichts zu tun. Wenn eine Mannschaft eng und so spielt, dass man den Gegner frustriert, und das hat Krefeld heute 40 Minuten lang hervorragend gemacht. Wie gesagt, Brandon hat die Mannschaft super eingestellt gegen uns. Da muss man trotzdem bei der Sache bleiben, konzentriert bleiben, fokussiert, und diesen Fokus haben wir abgegeben. Daher kam es meines Erachtens auch zu viele überzählige Angriffe und ungenaue Pässe, ungenaue Schüsse, ungenaue Aktionen. Hat mit der Eisqualität überhaupt nichts zu tun. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Deine Gästen am Sonntag viel Spaß gegen Mannheim. Für uns geht's nach Wolfsburg. Für heute vielen Dank und tschüss.